Hallo und willkommen zurück zum Godot Tutorial. Heute gucken wir uns mal das Node Camera 2D an. Denn ich bin hier nach wie vor in dem Projekt, in dem wir in den letzten Episoden auch immer dran gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt hier mal Play drücke, dann kann ich mich ja hier mit meiner Figur lang bewegen. Das ist zwar alles schön und gut. Die Sache ist nur, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ganz weit nach rechts gehe, bin ich ja dann irgendwann außerhalb des Bildschirms. Für manche Spiele ist diese Perspektive vielleicht sogar auch gewollt. Häufig will man aber, dass die Kamera, also das Sichtfeld, mit dem Spieler mitgeht. Und genau das kann man dann halt mit einer Camera 2D erreichen. Grundprinzipiell geht das ganz einfach. Wir gehen hier auf unseren Player, fügen ein Node hinzu und sagen dort einfach eine Camera. Und dann hier unten die Camera 2D, für 3D natürlich hier oben die Camera, aber wir sind ja in 2D. So, dann gehen wir hier noch hin und aktivieren Current. Denn es kann ja immer nur eine einzige aktive Kamera geben und das ist dann eben die, bei der Current aktiviert ist. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann seht ihr, dass wir hier zentriert sind. Gut, die Sache ist, wenn ich jetzt hier WASD drücke, seht ihr keinen Unterschied mehr, denn die Kamera bewegt sich ja mit. Und da der Hintergrund die ganze Zeit grau ist, sehen wir keine Bewegung. Das können wir aber ganz schnell ändern. Ich habe hier ein Bild vorbereitet, das wir als Background nutzen können. Dafür füge ich hier einfach mal kurz einen Sprite hinzu. Es gibt für Hintergründe auch bessere Möglichkeiten, aber wir machen es erstmal ganz stumpf mit einem Sprite. Und dann hier das hier in die Texture. So, dann sagen wir hier noch, dass wir einen Z-Index von minus 100 einfach mal einstellen, damit es ganz weit hinten ist. Und dann haben wir jetzt provisorisch hier einfach mal einen Hintergrund eingefügt. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann sieht man auch, dass ich mich bewege. Okay. So, das ist erstmal ganz stumpf und einfach eine Kamera, damit der Spieler verfolgt wird. So eine Kamera kann natürlich noch ein kleines bisschen mehr. Wir können mal gucken, was es hier so für Einstellungen gibt. Ganz interessant ist hier zum Beispiel der Zoom, denn man kann mit einer Kamera halt einfach rein und raus zoomen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal 10 und 10 eingebe und dann das Spiel starte, dann seht ihr, dass hier alles viel weiter rausgezoomt ist. Man selbst und das Bild auch ist ganz klein. Aber an sich funktioniert trotzdem noch genau alles wie vorher. Andersherum, wenn ich jetzt zum Beispiel 0,1 und 0,1 hinschreibe, dann ist man ganz weit rangezoomt. Muss dann aber auch hier damit rechnen, man sieht es, das ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen verpixelt. 0,1 ist vielleicht ein bisschen zu nah, machen wir mal 0,3 und 0,3. Ansonsten sieht man ja gar nichts mehr. Genau, jetzt seht ihr hier, dass alles sehr weit rangezoomt ist, aber halt natürlich logischerweise dadurch auch alles ein bisschen pixeliger aussieht. Das müsst ihr dabei natürlich bedenken. Okay, so viel zum Zoom. Dann gibt es hier noch den Punkt Rotating. Ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, ich zeige es trotzdem mal kurz. Dafür müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass hier der Spieler rotiert. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier bei Physics Process noch sagen, dass Rotation, und zwar Degrees, jeden Frame plus gleich Delta mal 360 genommen wird. 360 Grad ist eine ganze Umdrehung, deswegen sagen wir einfach, er dreht sich hier mit einmal pro Sekunde. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, dann seht ihr, dass der Spieler sich dreht. Allerdings im Moment nur der Spieler, die Kamera, dreht sich nicht mit. Wenn wir jetzt allerdings hier bei Camera 2D sagen, dass wir Rotating aktivieren, dann rotiert auch die Kamera mit. Das heißt, im Prinzip sieht es für uns aus, als würde sich hier einfach nur der Hintergrund drehen. Ja, bevor es schwindelig wird, schließen wir es mal lieber. Okay, das mache ich aber auch mal wieder raus. Und eine Einstellung, die auch noch ganz praktisch sein kann, ist hier Smoothing. Ich aktiviere es einfach einmal und wir gucken einfach mal, was es macht. Erstmal sehen wir nichts Spezielles. Wir drehen uns hier wieder. Ich habe ja Rotating ist wieder ausgemacht, das heißt, die Kamera rotiert nicht mit. Wenn ich mich jetzt allerdings bewege, dann seht ihr, wenn ihr darauf achtet, dass die Kamera, beziehungsweise dass der Spieler, nicht die ganze Zeit zentriert ist, nicht mehr. Sondern die Kamera geht so ein bisschen langsamer hinterher. Und genau das ist dieses Smoothing hier an der Stelle. Im Prinzip sorgt das einfach dafür, dass die Kamera nicht fix wirklich genau immer an der Position des Spielers ist, sondern langsam hinterherkommt. Ich kann hier auch mal sagen, dass ich den Speed ein bisschen anpasse. Wenn ich hier zum Beispiel mal 100 hinschreibe, dann werdet ihr kaum noch einen Unterschied dazu merken, als wenn es ausgeschaltet wäre, denn jetzt ist es einfach so schnell, dass es eigentlich so aussieht, als würde die Kamera genau auf dem Spieler wieder sein. Also, ich sag mal,
so eine hohe Geschwindigkeit ergibt da recht wenig Sinn. Andersherum, wenn ich da zum Beispiel eine Geschwindigkeit von 1 nehme, standardmäßig war es ja 5, dann seht ihr, dass es jetzt hier auch wirklich deutlich offensichtlicher ist. Wir sehen, bei dem Wert von 1 kommt die Kamera noch hinterher. Allerdings ist es schon so, dass man relativ weit an den Rand kommen kann mit dem Spieler. Wenn wir hier wirklich was sehr Niedriges nehmen, zum Beispiel 0,1, dann hat man natürlich auch irgendwann den Punkt erreicht, wo der Spieler hier schneller ist, als die Kamera hinterherkommen kann. Das heißt, ja, im Prinzip, die Kamera kommt jetzt gar nicht mehr hinterher. Ich drücke jetzt auch nichts mehr, die Kamera versucht noch hinterherzukommen, aber der Spieler ist halt so weit außerhalb des Kamerabereiches schon gewesen, dass es sehr lange dauert. Also, da muss man halt ein bisschen rumspielen, was für Werte da gut sind. Generell muss man sich halt überlegen, ob man das will. Je nach Spiel kann das praktisch sein oder auch nicht. Ich denke hier zum Beispiel, jetzt für dieses einfache Beispiel, ist es eigentlich ganz schön, dann sieht man noch ein bisschen besser hier, wie die Bewegung eigentlich ist. Aber wie gesagt, das hängt vom Spiel ab. So, das war es eigentlich auch schon. Es gibt da rechts natürlich noch ein paar mehr Einstellungen, aber die brauchen jetzt nicht alle durchgehen. Ich denke, die wichtigsten habe ich gezeigt. Einige davon sind ja auch selbsterklärend. Wenn trotzdem noch Fragen da sein sollten, könnt ihr die natürlich gerne wie immer in den Kommentaren stellen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!